Hallo zusammen, wir begrüßen euch wieder aus der Schwimm-WG in Rio. Haben uns auch heute wieder ein paar interessante Gäste eingeladen. Diesmal nicht aus dem deutschen Team, sondern internationale Schwimmer. Aber um es euch nicht ganz so schwer zu machen, aus Österreich. Die Lisa Zeiser und die Lena Freunde sind da. Hallo. Hallo. Lisa ist Europameisterschaftsmedaillengewinnerin 2014 in Berlin auf dem Podium gestanden, 200 Meter Lagen. Und du hast die gleiche Paradestrecke, ne? Auch 200 Meter Lagen. Genau. Und da kurz vor einer EM letztes Jahr. War bei 100 Brust. Finale. 100 Meter Brust. Genau. Okay. Ja. Aber jetzt bei den Spielen seid ihr beide 200 Meter Lagen dabei gewesen. Wie lief es denn bei euch? Ja, leider nicht so gut. Also muss man sagen, ich habe mir mit dem Rhythmus relativ schwer getan, da irgendwie hineinzufinden mit den späten Zeiten. Und ja, 200 Meter sind ziemlich lang, wenn man vom ersten Meter ankämpfen muss. Und bei dir ähnlich gewesen? Ja, also, ähnlich. Nicht sehr zufriedenstellend. Obwohl ich nicht irgendwelche gröberen Fehler gemacht habe, ist es leider nicht so wie gewünscht gelaufen. Aber ja, für dich sind es jetzt die ersten Olympischen Spiele, ja, für dich die zweiten. Du warst in London schon mit dabei. Ja. Bei dir vielleicht, was ist so der Unterschied zu den ersten Olympischen Spielen? Also ist das ein anderes Gefühl, jetzt dabei zu sein? Kennt man schon so ein bisschen was von den Abläufen? Die Frage ist mir vorher schon ganz oft gestellt worden, so, aber man ja, ist super, trotzdem bin ich ja so, super so geflasht, wenn man da ist. Also ich bin in London auch also so mit so riesen Augen überall herumgerannt, weil einfach so viele Eindrücke und so viele Emotionen da einrasseln, aber es ist jetzt genau gleich. Es ist einfach so ein cooles, unbeschreibliches Feeling da zu sein, dieses riesen Miteinander mit den ganzen Sportarten, mit den Spitzensportlern, also das sind wirklich, da ist die Elite da und also es ist richtig, richtig cool und das ist einfach so was Besonderes, also da kann man nicht irgendwie sagen, dass man da das anders geholt hast oder so, wenn man schon mal dabei war, so Gerücht. Nee, aber eher so gemeint nach dem Motto, dass du nicht mehr so diese Aufregung verspürst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, warst du besonders aufgeregt, weil es jetzt die ersten Olympischen Spiele sind? Naja, schon. Man tragt ja nicht seine Wettkämpfe jeden Tag vor 15.000 Zuschauern aus. Also ist schon was ganz Besonderes und der Puls war dementsprechend hoch. Also schon was Besonderes. Habt ihr so die Stimmung in der Halle wahrgenommen? Richtig gut. Also die sind wirklich so sportbegeistert, so ein sportbegeistertes Volk. Also die sind wirklich mit voller Emotion und voller Wucht dabei. Das ist richtig cool, dazu schon mal. Ja, vor allem, wenn dann Michael Phelps vielleicht noch schwimmt. Die Finale sind irre und überhaupt, wenn irgendein brasilianischer Schwimmer oder brasilianische Schwimmerin im Finale steht oder Semifinale, das ist wirklich richtig cool. Es sind dann auch teilweise schon Gänsehautmomente drinnen gewesen, wo man denkt, was passiert jetzt? So von überall hört man nur Geschrei und Gejubel. Ist schon was Spezielles, wenn man so ein Publikum drinnen sitzt. Und auch so das Flair im Dorf mit den anderen Teams, also anderen Sportarten zusammen. Habt ihr irgendjemanden getroffen, den ihr sonst vielleicht nicht über den Weg laufen würdet? Ja, aber das ist natürlich. Ihr könnt auch durcheinander antworten. Man trifft eigentlich bei ganz normalen Wegen zum Essen oder zum Shuttle einfach Personen, die man, glaube ich, sonst nicht begegnen würde. Also den Usain Bolt, den Michael Phelps, ich denke genauso auch beim Essen an oder beim Shuttle an. Also das ist schon was anderes wie normal. Ja. Das ist ein bisschen kalt, oder? Winter. Wie habt ihr euch darauf eingestellt, dass es jetzt hier, sag ich jetzt mal, nicht so ist, wie man sich Brasilien vorstellt, von wegen 30 Grad und Sonne, sondern schon auch mal kühler werden kann? Ja, ich weiß noch, bei der Einkleidung haben wir noch Witze drüber gerissen, dass man die dicke Jacke und die lange Hosen, das brauchen wir eigentlich eh nicht. Aber wir sind ganz froh, dass wir es jetzt haben. Also, schon ungewohnt, das war überraschend kühl, sage ich, für Brasilien. Also jetzt mal ganz anders vorgestellt, auch im Winter. Vor allem wenn die Sonne dann weg ist, wird es richtig kalt. Ja. Was komisch ist, finde ich, dass es so relativ früh dunkel wird, also 17:30 ist halt. Hat das euch ein bisschen beeinflusst, auch diese späten Wettkampfzeiten vielleicht? Also ich kann nur sagen, für mich selber, also ich habe mir das einfacher vorgestellt, dass ich mich darauf einstelle, wir waren 10 Tage oder 9 Tage vorher da. Aber so richtig den Rhythmus gefunden, also habe ich, kann ich nicht sagen. Also es ist trotzdem immer, wenn man da am Abend schwimmen geht und dass man dann immer schon müde ist und also auch vielleicht, weil es dann noch so früh finster wird, also dass das dann so ausschlaggebend ist. Aber es ist schon komisch, wenn du dann um 10 am Abend noch einen Kaffee trinkst und das ist schon komisch. Ja, nochmal so einen Kick zu bekommen, ja, um genau. Wach zu werden. Genau. Ja, das stimmt. Ihr wohnt zusammen im Dorf, in der Wohnung. Wie viele österreichische Schwimmer seid ihr? Wir sind 6, 4 Mädels, 2 Burschen. Ja. Füllen eine WG aus, aber voll cool. Wir haben nur 2 Synchron-Girls in der WG
Und die haben jetzt eine Wettkämpfe erst und wir sind jetzt fertig, also müssen da ein bisschen Rücksicht nehmen. Dadurch gewohnt zusammen, wir trainieren zusammen, unterstützt du als erfahrene Olympionikin dann die Olympia-Debütantin da so ein bisschen oder kann sie da von Erfahrungen profitieren? Oder? Ich tue mir immer ein bisschen schwer, weil ich bin doch nicht so viel älter wie die Lena. So. Ja, ne? Und wir werden auch dauernd zu wechseln. So. Also von dem her, wir wissen auch nicht, ja. Keine Ahnung warum, aber vielleicht zu den Namen, dass sie so ähnlich sind, aber. Also nicht so an Lena oder was? Ich höre auf Lena schon gleich, weil ich weiß noch nicht, dass sie jemand bin oder so. Ah, vom Trainer her. Du musst aufpassen, dass du auf der falschen Bahn startest. Wird sicher nicht auffallen, aber bei Staatsmeisterschaften. Ja, wenn ihr die gleiche Strecke habt. Ich weiß gar nicht, war gar nicht von der Zeit auch gar nicht so unterschiedlich. Na, ja. Ja, unsere Mütter hast auch beide gleiche, so das ist so eng. Und jetzt nach den Spielen, ist die Saison für euch zu Ende? Oder? Nein, wir schwimmen, wir nehmen die ersten beiden Weltcup-Stationen noch mit. Also in Berlin mit dabei? Genau, ja. Genau, als Qualifikation für die Kurzbahn-WM. Mhm. Damit das ist, glaube ich, relativ angenehm, wenn man das noch so mitnimmt in der Saison und dann so genau, dann schon abhaken kann und wirklich Pause machen können. Ja, da drücken wir euch auf jeden Fall für den Saisonabschluss dann noch die Daumen im Hintergrund. Das ist immer das Signal für mich, beginnt die Musik, dass unsere Zeit ein bisschen zu Ende geht. Wir haben auch heute für euch wieder ein paar Badekappen, die ihr unterschreiben könnt. Die nehmen wir dann unseren Swim-Freaks in Deutschland mit und schicken die denen zu. Wäre super, wenn ihr da noch unterschreiben könnt und wir melden uns dann morgen mit dem neuen Gast aus der Schwimmbewegung.